Wir haben hier noch eine Flachsrakete. Wir haben hier noch eine ganz kleine Flachsrakete, die wir zünden können, meine Damen und Herren. Warten Sie kurz ab. Ich muss das hier nochmal ganz kurz mit der Regie gegenchecken, ob wir das hier so hinkriegen. Uno secundus, par favores. Señoritas. Ja, das sollte funktionieren. Meine Damen und Herren, wir waren heute schon mal da. Wir waren heute schon mal da, als wir in den Akten gewühlt haben und wir haben so diesen wunderschönen Espresso-Geruch in der Nase gehabt. Es war so ein bisschen fettiges Burger King-Essen war schon mal so ein bisschen in der Luft. Wenn Sie wissen, wo Sie das heute schon mal gesehen haben, dann liegen Sie richtig, dass wir ein Monster sind. Und zwar am Sonntag, dem 15. Oktober 2023 um 19 Uhr gegen späten Abend spielten sich folgende Ereignisse ab. Man denkt sich jetzt im Oktober, naja, 19 Uhr ist schon ein bisschen dunkel. Sollte man da überhaupt noch fahren? Nee, in Monza war es noch hell, weil da gehen die Uhren nämlich ein bisschen anders. Die Sonne schien, es war wirklich ein fabelhaftes Wetterchen. Jetzt dürfen Sie natürlich auch wieder dreimal raten, wo wir uns hier befinden. Sie denken sich so, vielleicht in Ascari, auf einer wilden Kurve, wo ein bisschen Action passiert. Oder vielleicht in anderen Kurven, die davor sind, Lesmo, oder vielleicht in irgendeiner anderen Schikane. Sie liegen mal wieder vollkommen falsch, denn es passiert auf unserem Lieblingsort auf dieser Strecke, denn es ist einfach Startziel. Wo auch sonst. Menschen sind völlig überambitioniert, denken, sie fahren auf einer Autobahn mit einem grauen Schild mit zwei schwarzen Strichen durch, wo es heißt Unlimited Power. Und mit Unlimited Power können sie Folgendes erreichen. Richtig, sie fahren einfach Turn 1 nicht. Sie fahren einfach Turn 1, fahren sie nicht. Ist auch Quatsch. Es ist auch einfach Quatsch. Man muss aber dazu sagen, an der Stelle, das ist hier nicht vorsätzlich passiert. Ich hoffe, das sehen Sie da draußen im Gerichtssaal, dass es nicht vorsätzlich passiert. Es ist zu spät auf der Bremse, ne? Das Fahrverhalten. Zu spät auf der Bremse. Und danach war nur noch Crash Avoidance und dann ist Unwissenheit für ich gebe keinen Platz zurück. So ist halt nur problematisch, dass er dadurch natürlich auch einen Platz gewonnen hat. So, aber es ist nichtsdestotrotz eine Strafe fällig an dieser Stelle. Und das ist nämlich ein SR. Das ist ein SR und es ist unsportsmanlike conduct. Würde ich euch empfehlen, nicht unbedingt sehr häufig zu machen, weil das kann dann später auch mal dazu führen, dass du den gelben Schein kriegst. Für ein bisschen länger. Der war kurz und knackig. Wir haben noch drei Stück und darunter vielleicht noch zwei Raketen. Darunter sind noch zwei Raketen, meine Damen und Herren. Wenn Sie das lesen könnten. Hier wurde sehr viel geschrieben. Es ist sehr viel Diskussionspotenzial. Hier wurde sehr, sehr viel gesprochen. Meine Damen und Herren, das ist wirklich ein absoluter Premiumfall sondergleichen. Es ist ein absoluter Premiumfall sondergleichen, den Sie noch niemals in Ihrem Leben gesehen haben. Lassen Sie mich bitte noch mal ganz kurz gucken, weil wir fahren hier nämlich in etwas weiteren Bildschirm. Und zwar hat sich hier nämlich Folgendes ereignet. Am Montag, dem 16. Oktober 2023, um 13.16 Uhr ging das Rennen los. Der ein oder andere weiß jetzt schon wieder, das ist schon wieder, da wird es sprintig. Es wird schnell. Wir befinden uns auf Silverstone. Gerade durch diese wundervolle Kurvenkombination durchgedüst. Was für ein Gedicht. Sie fahren schnell rechts, sie fahren schnell links, sie fahren schnell rechts. Das Auto ist schon schön durchgeschüttelt, die Reifen sind warm und sie fahren auf die Gerade zu. Sie sind mit dem Ferrari unterwegs, ein absolutes Gedicht an Grip und sie haben richtig Power drauf. Sie haben absolut Power drauf. Man könnte meinen, sie sind gerade auf deutschen Autobahnen unterwegs mit 320 km/h auf der linken Spur und winken den LKWs auf der rechten Spur. In dieser Geschwindigkeit sind sie unterwegs. Und jetzt stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Hinter Ihnen
hinter ihnen Lichthupe, gucken auf das Nummernschild 5KIR. Und sie denken sich so, 5KIR, was soll das denn bedeuten? Sie aber auch schon mit 350 Klamotten unterwegs, ja? Keine Lichthupe, gar nichts. Einfach nur, es kommt angefahren, aber mit Schmackes. Und Folgendes ereignete sich. Jetzt denkt man sich vielleicht, könnte der Hintermann vielleicht überrunden, aber hier sind keine blauen Flaggen unterwegs. Nö, da wurde einfach mal hemmungslos reingehalten, aber mit Schmackes. Da wollte der Lörres einfach trocken rinnen. Möchten Sie vielleicht noch die Nachrichten dazu mithören? Aus den Akten. Hier wurde sehr viel Austausch betrieben. Fahrer 1 was behind me on the straight, turn 7, and I entered the turn on the right side. Fahrer 1 came up behind me at higher speed and then drove into me, left side in the corner, and I spun out. Das war die Nachricht jetzt von dem Betroffenen. Ja. Anderer Fahrer. I didn't mean to hit him. And was planning on messaging him later to explain and apologizing. But I have been busy. My car pulled to the right under braking and I wasn't ready for it. And it looked like netcode made the contact worse. All I can do is apologize. I'm not guilty. Okay, meine Damen und Herren, Sie müssen nie wieder in Ihrem Leben Verantwortung übernehmen, wenn Sie sagen, I wasn't ready for it. I was busy. Man kann also, okay, ich lasse das so stehen. Kann ja wirklich sein, dass man nicht mal 15 Sekunden Zeit hat, um mal eine Nachricht zu schreiben, um sich zu entschuldigen an der Stelle. Kann alles passieren, aber tut mir bitte einen Gefallen, Freunde der Sonne. Wir wissen alle, es ist Internet, man kann nicht immer so fahren, das geht nicht. Lass Platz dazwischen. Netcode. Netcode made it worse, ja. Es ist übrigens an der Stelle causing a collision. Ne? An der Stelle wirklich auch, weil wir einen Bildungsauftrag haben, versucht ein bisschen mehr Platz zu lassen zwischen den Autos. Manchmal ist Netcode wirklich kacki und dann verrammeln sich die Autos, egal in welcher Sim, so. Lasst einfach ein bisschen mehr Platz. Und wenn einer wirklich auf der Innenbahn ist, kannst du nicht die. Kannst oh du Gott, das war so geil, Chat. Oh, ja. Irising ist momentan ready for you, Lovely DC, stopp die Insolvenz. Wenn das passieren sollte, dass jemand auf der Innenbahn ist, achtet auch darauf, dass ihr nicht die optimale Linie fahren könnt. Das funktioniert nicht. Ne? An der Stelle.